reiche Mutter demütigt und lacht eine arme Mutter aus? WTF, wir gucken rein. Ja. Oh. Kann mal passieren. Ich kann nicht glauben, dass ich den Ball verpasst habe. Ist schon okay, Helen. Sei nicht so hart zu dir. Kate hat recht. Das Einzige, was zählt, ist, dass du dein Bestes gegeben hast. Kate, Süße, lass uns gehen, wir müssen los. Okay, Mom. Oh, das ist die reiche Mutter. Bist du das? Oh, Janine. Lange nicht mehr gesehen. Wow, okay. Das ist doch ewig her. Weißt du noch, wie wir früher gegeneinander in der Highschool Tennis gespielt haben? Und jetzt treten unsere Töchter gegeneinander an. Das ist schon komisch, nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Wort benutzen würde, aber sicher. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch schon so lange kennt. Oh ja, wir beide, wir haben immer um den ersten Platz gekämpft. Auf und neben dem Platz. Okay. Es ist nur schade, dass wir uns aus den Augen verloren haben. Oh, hat sie gesagt, auf und neben dem Platz. Das heißt, sie haben sich auch um einen Mann gebettelt. Ich rieche Beef. Unfinished Business. Oh, das wird spicy, Digga. Ich hatte in letzter Zeit so viel zu tun, um mein eigenes Geschäft zu führen und du weißt ja. Okay, keine super, Sorge, Susi. Du hast nichts verpasst. Kate hatte ein tolles Spiel, wie immer. Das sollte sie auch, da ich viel Geld für Privatstunden ausgegeben habe. Aber wenn sie bei allen bei Ivy spielen will, wenn sie ihren Abschluss gemacht hat, muss sie ihr Spiel verbessern. Aha. Ich wünschte, Shannon hätte Kate Celan und würde auf eine Ivy School gehen. Ich kann sie kaum dazu bringen, ein Buch aufzuschlagen. Du musst sie auf den richtigen Weg bringen. Lieber früher als später. Aha. Deshalb habe ich Kate dazu gebracht, Geige zu spielen. Okay. Und ich habe sie in eine Reihe von AP-Kursen geschickt. Denn das Letzte, was ich will, ist, dass sie ihre Zukunft an irgendeiner Schule vergeudet. Ah ja. Okay. Oh, ich merke schon, das sind die ganze Zeit indirekte Shots an den anderen. Also die eine ist eine richtig reiche Göre, kann man nicht anders sagen, ist so eine richtige Karen, Alter. Und die andere Mom, gut, von der wissen wir jetzt noch nicht so viel. Oh, warte. Da bist du doch auch hingegangen, oder Conny? Ja, bin ich. Daran ist natürlich nichts auszusetzen. Ich will nur das Allerbeste für Kate. Was sind Hannahs Pläne, wenn ich fragen darf? Naja. Wir haben sie auch auf der Ivy-Schiene. Sie wäre für Brown, aber ich dränge mich für Princeton auf. Das ist toll, Conny. Du musst so stolz sein. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie diesen Weg eingeschlagen hat. Nimmt sie alle AP-Kurse? Weil alle Schulberater sagen, dass das heutzutage der Schlüssel zur Zulassung ist. Ah ja. Ja, und sie glauben, dass sie eine wirklich gute Chance hat. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass die Frau doppelte Augenfarbe hat. Die hat links blau und rechts braun oder so. Das ist nur 1% oder unter 1% der Menschen haben das. Gibt's irgendwie einen Zuschauer, der das hat? Schreibt mal Kommentare. Das ist krass, Alter. Schreibt mal in die Kommentare, okay, was ihr für Augenfarben habt. Eis essen gehen und dann zu der neuen Kunstausstellung in der Stadt gehen? Oh, Kunstausstellung? Wer hat denn schon Zeit für eine Kunstausstellung? Wir haben noch die ganzen AP-Hausaufgaben vor uns. Mom, wovon sprichst du? Es war schön, dich zu sehen, Janine. Okay, es ist ein richtiger Mutterkampf. Ich kann nicht glauben, dass du mich für AP Mathe und AP Geschichte angemeldet hast. Du weißt, dass ich nicht einmal die lange Division kann. Ein besseres Leben zu haben, fängt damit an, wo du zur Schule gehst. Okay, aber diese Kurse haben stundenlange Hausaufgaben pro Abend. Diese Kinder haben kein Leben. Sie bringen jetzt Opfer, damit sie es in Zukunft nicht mehr müssen. Außerdem sagen alle, dass die Ivy League sicherstellen wollen, dass du den AP-Unterricht so früh wie möglich beginnst. Okay, wer sind die anderen? Die Eltern in den Online-Foren der Schule. Aha. Das erinnert mich daran, dass ich dich für Tennisstunden angemeldet habe, damit du für dein nächstes Match fit bist. Aha. Die Nummer 1 zu sein wird auf deiner Bewerbung toll aussehen. Mom, komm schon. Privatunterricht ist wahnsinnig teuer. Das können wir uns nicht leisten. Es ist eine Investition in deine Zukunft. Ah, Bruder, keine Ahnung, Alter. Digga, Investition in meine Zukunft. Mathe, Deutsch, Chemie, Englisch, Physik, Bruder, Alter. Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Ich sag so, wie es ist. Ich hab nie wieder in meinem Leben. Hab ich Sinus, Cosinus, Tangens, Parabel. Digga, hab ich alles nie wieder gebraucht. Es gibt Dinge in der Schule, die man lernt. Die sind wichtig. Da keine Frage, ja? Aber wann, verdammt nochmal, müsst ihr die Wurzel aus irgendeiner Zahl ziehen, wenn ihr im Supermarkt steht und dann auch noch den Sinus mit dem Geodreieck hinlegen? Nein, das baut doch keiner. Ich habe ein paar extra Schichten im Diner übernommen. Aber keine Sorge, ich bringe dich immer noch zum Unterricht. Mhm. Was sich auch toll in deinem Lebenslauf macht. Mom, was? Ich hasse die Geige. Ich habe nicht mehr gespielt, seit ich 10 bin. Entweder das oder Chinesisch. Okay, seit wann interessiert es dich überhaupt, wo ich zur Schule gehe? Ich merke schon, jetzt ist Konkurrenzkampf. Sie will jetzt einfach nur, dass ihre Tochter all das macht, damit sie vor den anderen angeben kann und so dieser reichen Tussi da sagen kann, hey, guck mal, meine Tochter ist auch super, ja? Also das ist so ein bisschen so ein Vergleich, guck mal, wer ist der Bessere? Ihr wollt schon immer auf die Kunsthochschule gehen, seit solange ich mich erinnern kann.
Die Kunst wird dich nicht weiterbringen. Ich will nur, dass du ein besseres Leben hast als ich. Ach, du kommst noch zu spät zur Schule. Okay. Okay. Interessant. Sie tut alles nur, um angeben zu können. Hannah, du hast dein Buch vergessen. Sie hat ihr Buch vergessen. Vergiss nicht. Ganz unauffällig. Das muss nicht zählen, sondern der Prozentsatz. Eine 1 kann immer eine 1 plus sein. Ich weiß, ich weiß. Gehen wir nachher noch ins Kino? Oh, Schatz, das tut mir so leid. Auf der Arbeit ist etwas dazwischen gekommen. Aber hey, du kannst die zusätzliche Zeit ja zum Lernen nutzen. Okay, sie ist also eine, sie sagt, oh, heute lief's so schlecht. Oh nein, ich hab so verkackt. Das war die schlechteste Arbeit der Welt. Was, Gisela? 2+. Oh nein, ich hab eine 2+ und keine 1. Jeder kennt diesen Schüler in der Klasse, Alter. Jeder kennt den ganz genau. Ganz unauffällig, Digga. Conny, es ist so schön, dich auch hier zu sehen mit all den anderen Moms. Aber ich dachte, Hannah nimmt den Bus? Früher mal, aber das war nur, weil ich Überstunden gemacht hatte, um befördert zu werden. Du weißt, wie es ist, wenn man versucht aufzusteigen, die Karriereleiter hinaufzuklettern und gleichzeitig mit Kindern zu jonglieren. Als ob ich das nicht wüsste. Ist das dein Auto? Oh, dieser Schrotthaufen? Nein, das ist nur ein Leihwagen. Mein Auto ist für ein paar Tage in der Werkstatt. Ach, das wollte ich auch gerade sagen, weil ich mich nicht sicher fühlen würde, wenn ich meine Kinder herumfahren würde in so etwas. Ja, sorry, du Mrs. Karen, Alter, super tolle Karen. Ein Auto muss nur von A nach B fahren, fertig. Und sollte nicht vielleicht rauchen oder halt stinken. Das wäre nicht so gut bei einem Auto. Aber die eine Mom, ich feiere das nicht, wenn man mit Absicht so lügt, nur damit man als was Besseres dasteht. Freunde, ihr müsst niemandem was beweisen. Ihr müsst nicht irgendwie, ich brauche ein tolles Auto, materielle Dinge. Die jucken alle nicht im Leben, ja? Deswegen tut nicht irgendwie so Lügen und sagen, ich habe hier irgendwie so ein Auto und bla und dabei habt ihr das gar nicht. Wem bringt das was? Am Ende kommt alles raus und dann steht ihr wie die ganz Blöden da. Oh. Ja, ich habe versucht, etwas Besseres zu bekommen, aber das war alles, was sie noch hatten. Ehrlich gesagt, ist es mir so peinlich, damit herumzufahren. Aber das ist nur vorübergehend. Ich verstehe. Mir ist neulich aufgefallen, dass du eine Michael Kors-Tasche mit dir herumträgst. Aha. Ist das okay für dich? Oh. Naja, der einzige Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil ich keine meiner schönen Taschen mitnehmen wollte in diesem Auto. Das macht absolut Sinn. Ja. Sieh dir mal diese neue Chanel-Tasche an, die ich bekommen habe. Wow, ist super nicht toll. Süß? Übrigens, habe ich etwa Hannahs Namen entdeckt auf dem Kussplan des Orchesters? Oh ja, das ist sie. Nur etwas, das wir machen, um ihr einen Vorteil zu verschaffen, wenn wir uns an diesen Ivy Schools eintragen. Ja, sie hofft, dass sie dieses Jahr den ersten Lehrstuhl bekommt. Ach, wirklich? Kate auch. Ich habe ihr Paganini und Vivaldi den ganzen Sommer lang beigebracht, nur um vorbereitet zu sein. Brother, die nervt mich so. Alter, ihr Kind hat doch kein Leben, Alter. Wenn du so eine Mutter hast, die nur auf materielle Dinge aus ist, Bro, klar, dann hast du so eine Chanel-Tasche. Was bringt dir die? Okay, kannst du davon leben? Nein. Kann die dir was zu essen machen? Nein. Kannst du die trinken? Nein. Bruder, die steht da einfach nur da und wenn die angezündet wird, dann ist sie kaputt. Mir kommt es ein bisschen so rüber, wie wenn die ihre Tochter sich erkauft so. Die hat keine Zeit für ihre Tochter, die tut nur alles so lernen, bashen, bla und die Tochter hat gar keine Kindheit von dieser reichen Karen da. Ich glaube, irgendwie da wird was Düsteres rauskommen. Ich schätze, das heißt, wir werden mehr von dir und Hannah sehen. Oh, darauf kannst du dich verlassen. ja. Komm schon! Also gut. Wer möchte diese Aufgabe lösen? Hannah. Boah, wieso machen das Lehrer immer? Klasse. Versuch du es mal. Wieso machen das Lehrer immer? Ich hasse Lehrer. Ich habe keine Ahnung, null. Das ist nicht mal nah dran. Nein, Leute, das reicht. Also passt auf. Ich werde euch jetzt Schritt für Schritt zeigen, wie ihr... Ganz ruhig. Irgendwann hast du den Dreh raus. Ich habe auch eine Weile gebraucht. Oh, die ist korrekt. Oh, okay, die ist cool. Bist du okay, Hen? Ja, ich bin nur müde. Meine Mom hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich hatte gestern Tennis und danach ungefähr 5 Stunden Hausaufgaben gemacht. Also habe ich die Geige nicht einmal angefasst. Und am Kunstprojekt habe ich auch nicht gearbeitet. Das tut mir leid. Ich verstehe das. Meine Mom ist genauso. Ich kann mich nicht daran erinnern, das letzte Mal das tun zu dürfen, was ich wollte. Mhm. Echt jetzt? Ja. Irgendwelche Tipps?
Naja, ich denke, wenn es soweit ist, sollten wir einfach Schulen aussuchen, die so weit wie möglich von zu Hause entfernt sind. Das ist nämlich das eine. Schau, jetzt gerade kommt's raus. Die Tochter ist eine richtig korrekte Socke, aber die hat gar keinen Bock auf dieses ganze 24-7 Lernen, materialistisch, bla, high life, was weiß ich, Fake-Leben so. Die will einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Freizeit haben, mit Freunden genießen, aber darf sie nicht, weil ihre Mutter zwingt sie zu halb. In Ordnung. Jetzt, wo wir schon ein paar Wochen zusammenspielen, lass uns ein paar Solos hören und mal sehen, wo wir noch etwas Feinschliff brauchen. Jetzt geht's ab. Du bist spät dran. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass dein alter Leihwagen eine Panne hat. Kate, warum spielst du nicht zuerst? Klar. Ich schätze, es wird Zeit zu sehen, wer das Sahnestück ist, die nach oben steigt. Oh Gott. Alles ist ein Wettbewerb. Und hip den Gwiddy. Und den Gwiddy. Oh yeah. Super, hallo, klasse. Kate. Mein Lieblingslied. Ich sehe, dass du geübt hast. Ja. Also... Wer möchte es noch versuchen? Jetzt wird die wieder aufgerufen. Würdest du das gleiche Stück spielen, das Kate gerade gespielt hat? Brother, ich hasse Lehrer. Warum suchen sich Lehrer immer die Person aus, die sich nicht meldet, wo die Lehrer klipp und klar sehen, diese Person weiß es nicht. Die wollen uns immer bloßstellen. Du kannst mir sagen, was du willst. Lehrer haben Spaß daran, uns bloßzustellen. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Ja. Okay, sie geht vor. Wow, 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 wow. Was ist das? Das ist dasselbe, was Kate gerade gespielt hat. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber das war ganz bestimmt nicht dasselbe, das Kate gespielt hat. Aha. Möchte noch jemand nach vorne kommen und das ausprobieren? Vielleicht jemand, der wirklich vorbereitet ist? Ich schätze, Paganini braucht noch ein bisschen Arbeit, hm? Haha, du bist so toll, Karen. Ich kann nicht glauben, dass du mich zurück ins Orchester geschickt hast. Ich habe wie ein Schwachkopf ausgesehen. Du hättest dir einfach Zeit nehmen müssen, um wie Kate zu üben. Ach, wen interessiert schon, was Kate macht? Mhm. Mom, ich hasse Geige. Kannst du mal kurz das Gesamtbild sehen? Ich versuche nur, dir zu helfen. Ah, ich glaube nicht, dass sie versucht zu helfen. Ich glaube, die Mutter will einfach nur aus ihrer Tochter die Tochter von der anderen Mutter machen. Die will die einfach nur zwingen, dass die alles macht, was die andere macht, damit dann am Ende des Tages sie sagen kann, oh, meine ist die Beste. Hier geht es nicht um die Tochter, hier geht es nur um den Wettkampf. Potenzial ausschöpfst. Wenn du auf eine Ivy School gehen willst, fängt die Arbeit jetzt an. Kate ist bereits eine gute Geigerin und Tennisspielerin. Und ist auf dem besten Weg, in 2 Jahren Abschiedsrednerin zu werden. Kennt ihr das, wenn eure Eltern euch immer mit anderen vergleichen? So, Mann, Alter, heiße ich Hans-Peter oder was? Ja, aber Thorsten hat eine 1, wieso hast du nur eine 2? Digga, was für Thorsten? Ist mir doch egal, Alter. Sei doch froh, dass ich eine 2 hab. Das ist Kate, Mom. Ich bin ich. Was ist in letzter Zeit mit dir los? Du warst doch sonst so entspannt und hilfsbereit. Und jetzt ist das alles, worum du dich kümmerst, dass ich auf irgendeine schicke Schule gehe. Willst du nur mit mir angeben? Ich will nur verhindern, dass du die gleichen Fehler machst wie ich. Wovon sprichst du? Ich will nicht, dass du so endest. In einer heruntergekommenen Wohnung und kellnerst und von Gehaltscheck zu Gehaltscheck lebst. Ich will ein besseres Leben für dich. Und so können wir das erreichen. Hm. Wenn ich nur die Arbeit gemacht hätte, als ich in deinem Alter war, anstatt auf irgendeine Schule zu gehen und sie abzubrechen. Schule abbrechen, nie gut. Dann würde ich wahrscheinlich wie Kates Mom sein und hätte mein eigenes Geschäft und Designer-Handtaschen. Ja, vielleicht sogar ein Porsche. Mom, jeder hat seinen eigenen Weg im Leben. Du kannst ihn nicht mit dem von anderen vergleichen. Das ist einer der wichtigsten Life-Lessons, die es gibt. Egal, was ihr macht, egal, ob ihr Fußball spielt, egal, ob ihr YouTube-Videos macht, egal, ob ihr streamt, vergleicht euch niemals mit irgendwem anders, weil das ist eine unendliche Todesroute. Das geht nicht. Selbst ich, wenn ich mich jetzt vergleiche mit, weiß ich nicht, irgendwelchen YouTubern aus Amerika, die machen 100-fach so viele Klicks und haben 100-fach so viele Abonnenten. Bro, dann sehe ich aus wie so ein Würstchen aus, wisst ihr? Und selbst der YouTuber, der die Nummer 1 ist, der vergleicht sich dann schon mit dem Nächsten, und zwar mit Elon Musk. Was weiß ich, Alter. Wisst ihr, es gibt immer eine Steigerung. Deswegen, ihr könnt nur verlieren, wenn ihr euch vergleicht. Macht das niemals. Ihr seid gut, wie ihr seid. Ich bin mein eigener Mensch. Euer Tempo ist gut. Mit meinen eigenen Träumen. Sollte das nicht auch etwas wert sein? Ich will nur das Beste für dich. Ich will, dass du die Dinge hast, die ich nicht hatte. Mhm. Du bist so klug und fähig. Du kannst buchstäblich alles tun, was du dir vornimmst. Mhm. Kannst du bitte einfach das hier tun? Für mich? Geige spielen. Was ist, wenn ich das alles nicht gut kann? Oh, das wirst du. Dafür werde ich sorgen. Okay. Komm schon, Hen. Das ist unsere Chance. Würdest du es bitte tun? Aber... Für uns? Da hätte sie doch früher drauf kommen können. Das ist schon...
Irgendwie setzt sie jetzt ihre Tochter unter Druck und sagt so, mach für uns und tu für uns und bring Geld in die Familie. Bro, das kannst du doch schon, seitdem die klein ist, kannst du so versuchen, dass die irgendeinen Weg einschlägt, um sie zu supporten, wisst ihr? Naja. Okay, sie guckt Videos und sie kriegt Strafe. Sie spielt Tennis und sie kann's nicht. Ich kann auch Tennis. Ich bring's dir gern bei. Spaß, haha. Nicht Spaß. Ich kann wirklich Tennis. Ja. Super. Das wird nix. Nee, so wird das nix. Körperhaltung. Nee, so wird das gar nix. Das war nicht gut. Sie guckt sich Videos zu Hause an. Okay, sie gibt Gas, sie gibt Gas. Ah, ihr Fuß ist ein bisschen angestaucht. Kennt man. Oh, sie kriegt Nachhilfe von der anderen Tochter. Strong. Sie bemüht sich richtig. Aufschläge wären besser. Okay, okay. Geige wird bestimmt auch besser. Sie ist back, Alter. Sie kann's. Sie hat's raus. Vier über der Quadratwurzel von XY ist gleich 4. Okay, Brother. Wer zum Teufel muss einmal in seinem Leben irgendwo, während er im Netto an der Kasse steht und sich ein KitKat-Chunky-weißen Riegel holt? Die Wurzel, Quadratwurzel, quadratische 4. Habt ihr das jemals in eurem Leben, im echten Leben benutzt? Das ist so ein Schwachsinn. Und jetzt spielt sie Symphonie. Hab ich etwas verpasst? Haben Sie die ersten Lehrstühle schon angekündigt? Noch nicht. Ich habe ein wirklich gutes Gefühl bei der Sache. Kate hat Tag und Nacht geübt. Aha. Was? Ach, nichts. Nun, es ist nur so, dass... Ich habe gedacht, das erklärt, warum sie ein wenig mit ihrem Tennisspiel nachgelassen hat. Oh! Wo warst du? Notfall in der Firma? Wenn du es unbedingt wissen willst. Oh! Ich hatte ein Treffen mit einem der Berater für die Schule. Nur um sicherzugehen, dass Kate auf dem richtigen Weg ist. Damn! Sie hat 99 Punkte. Bei ihrer letzten Matheprüfung. Okay, what the hell? Der Berater sagte, sie gehört zu den besten 2% der Klasse. That's strong. Weißt du, Kate würde Hannah gerne Nachhilfe geben, wenn sie es bräuchte. Oh, es wird spicy, oh! Das ist aber sehr großzügig von dir. Aber Hannah wird es nicht brauchen, weil sie zu den besten 1% der Klasse gehört. Oh mein Gott. Bei der letzten Matheprüfung hatte sie ein perfektes Ergebnis. Oh, oh, spicy! Was? Wie hat sie das kann Pause sein. Machen, ist es mir eine Ehre, die ersten Lehrstühle anzukündigen. John Lebowski für Flöte, Tracy Ellison für Cello, Charlie Kaplan für Saxophon und für Geige, Hannah Monroe. Spicy! Sie hat's geschafft, Mann! Du kannst Kate sagen, sie hat es auch toll gemacht. Oh, damn! Okay. Entschuldigung. Ja, okay, war cool. Das war cool. Ich kann nicht glauben, wie sehr du dich in letzter Zeit gesteigert hast. Ich meine, Schule, Geige, sogar Tennis. Ich wette, meine Mom würde gerne die Töchter tauschen. Ich bin froh, dass es so aussieht, dass es gut läuft, denn die Wahrheit ist, ich war noch nie furchtbar in meinem Leben. Was redest du denn da? Du bist jetzt an der Spitze. Wenn du so weitermachst, wirst du beim Abschluss auf jeden Fall eine Chance auf eine Ivy haben. Weißt du, das ist mir alles egal. Ich meine, die Ranglisten, die Turniere, nichts von dem Zeug bin ich. Und warum machst du das? Ganz ehrlich, es ist meine Mom. Sie sagt immer, dass ich auf eine gute Schule gehen muss, damit ich, keine Ahnung, nicht so ende wie sie. Ja, ja gut, also man darf es jetzt nicht runterspielen. Man darf jetzt nicht sagen, hey, Schule ist alles egal und das bin ich nicht und ich will nur chillen. Jeder will einfach nur chillen. Jeder wird am liebsten einfach nur am Meer liegen und nichts machen. Es ist schon wichtig, seine Schule und seine wichtigen Fächer, sag ich mal, alle richtig durchzuhasseln. Aber es ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt beispielsweise in Englisch eine 1 habt und in Mathe habt ihr eine 3. Dann ist es halt so. Oder ihr habt eine 4 mal, dann ist es halt so. Ihr seid nicht perfekt, wisst ihr? Aber ihr könnt euer Perfektes geben. Ich will sie einfach nicht enttäuschen. Aber das Verrückte daran ist, sie inspiriert mich mehr als jede andere. Ich meine, sie hat mich ganz allein großgezogen. Sie arbeitet härter als alle anderen, die ich je getroffen habe. Und trotzdem findet sie irgendwie Zeit, eine richtig gute Mom zu sein. Zumindest war sie das, bevor sie zu viel Druck machte. Mhm. Was wirst du tun? Ich meine, was kann ich tun? Mhm. Ich werde einfach die nächsten paar Jahre durchleiden. Und mach sie so glücklich wie möglich und dann... Hey Mädels, toller Job da draußen. Danke, Miss Monroe.
Macht es dir was aus, Hannah, mir ein paar Minuten zu geben? Ich muss etwas mit dir besprechen. Oh oh. Ja, natürlich. Bye. Tschüsschen. Mom, ich weiß schon, was du sagen willst. Das Orchester ist lang geworden. Dann kommen wir eben zu spät zum Tennis. Nein. Das ist es nicht. Mhm. Ich habe gehört, was du zu Kate gesagt hast. Mhm. Ich wusste nicht, dass du so fühlst. Hör zu, ich habe versucht, dir zu sagen, dass ich das nicht machen wollte, aber als ich anfing, gut zu sein, habe ich gesehen, wie stolz du auf mich warst. Und ich wollte dich nicht im Stich lassen. Sie hat sechs auf ihre Mom gemacht. So ein Ding ist das nämlich, ne? Mom! Ich hab's geschafft, ich hab meinen Abschluss gemacht. Oh, sie hat durchgezogen. Ich kann nicht glauben, dass meine kleine Süße jetzt einen Highschool-Abschluss hat. Und sie geht jetzt auf die Rhode Island School of Design. Aber sag die Wahrheit, bist du nicht ein bisschen enttäuscht, dass es keine Ivy ist? Ich meine, ich will keine Vergleiche mehr machen. Aber wenn ich vergleichen würde, würde ich sagen, es ist wie die Ivy der Kunstschulen. Hannah, okay. Connie. Oh, wie ich sehe, fährst du immer noch den Leihwagen. Ich habe daran gedacht, mir etwas Neues zu kaufen. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich lieber Hannah unterstützen würde. Bis sie ihren Abschluss an der RISD macht, als ein schickes neues Auto zu haben. Und fürs Protokoll. Ich habe immer noch meine Michael Kors Tasche. Die ich übrigens liebe. Das ist so süß. Ich nehme an, du hast gehört, dass Kate in Harvard angenommen wurde. Oh. Wirklich? Oh wow, Glückwunsch, Kate. Strong. Ich hoffe, dass es dir dort gefallen wird. Danke, aber eigentlich, Mann, was das angeht, weißt du, wie ich nach Oxford gekommen bin? Ja, aber das war nur eine Alternativschule. Für den Fall, dass du nicht in Princeton oder Harvard angenommen werden würdest. Kate, du wirst nicht nach Oxford gehen. Das ist am Ende der Welt. Außerdem würde ich dich dann nicht mehr sehen. Sie will einfach weg von ihrer Mom. Das wäre nichts Neues. Es tut mir leid, aber jeder hat seinen eigenen Weg. Und meiner ist zufällig 5000 Meilen entfernt. Von dir. Oh, du damn. Du Undankbare. Wir reden darüber, wenn wir zu Hause sind. Oh. Was um alles in der Welt? Hey, das ist mein Auto. Laut der Bank ist es das nicht. Wovon? Sie haben seit 9 Monaten nicht mehr gezahlt. Wovon sprechen Sie? Hier steht, dass ich den Wagen wieder in Besitz nehmen nein, muss. Nein, das kann nicht sein. Oh, oh. Macht es euch was aus, wenn ich mit euch zur Abschlussfeier mitfahre? Oh, kein damn. Problem. Steig ein. Damn, das ist ja wirklich so eine Fake-Schickimicki-Tusse. Oder das war einfach so eine Fake-Karen. Die hat einfach Fake-Auto gehabt, nur um nach außen krass zu wirken. Also das Auto war real, aber sie hat es nicht abbezahlt. Jetzt wird es wieder abgeschleppt. Die Taschen hat sie gekauft und dabei hatte die kein Geld. Das ist das, Leute, ganz wichtig. Vieles scheint nach außen wie, oh, perfect life. Ich bin so toll, ich habe 5 Gucci-Taschen. Dabei haben die nicht einen Cent und geben alle ihr Geld dafür aus. Deswegen niemals vergleichen, okay? Ihr seid gut, so wie ihr seid. Euer Tempo ist gut, so wie es ist. Und geht euren eigenen Weg. Ihr wisst es am besten, was euch happy macht. Freunde, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns mal wieder beim neuen Video. Ciao!